Italien gegen Deutschland. Der amtierende Weltmeister gegen den amtierenden Europameister. Giovanni Zarella gegen Stefan Raab. Wer schafft es? Wir sehen es jetzt. So. Also, da ist eine Rechnung offen. Von vor 2 Jahren. Elfmeterschießen wird es heute nicht geben. Ja, das haben wir schon mal gesehen, das Plakat vor 2 Jahren. Es wird kein Elfmeterschießen geben. Haben wir hier nach 5 Minuten unentschieden, gibt es eine 2-minütige Verlängerung. Sollte es dann wiederum unentschieden stehen, gibt es ein Golden Goal, Sudden Death, wie auch immer man das nennen mag. Will heißen, wer dann das nächste Tor macht, ist Europameister. Überlegen Sie selbst, wer hier der Favorit ist, wer überzeugender agiert hat. Haben sich nicht viel getan. Erste Chance jetzt für Raab. Zarella stellt gut zu. Da steht er, ist kein Durchkommen für Raab. Jetzt versucht das rückwärts. Nee, zieht gut rum, aber Raab verhindert, dass er überhaupt in den Angriff kommt. Nächste Ball kaputt, neue Spielgerät muss ins Spiel gebracht werden. Zeit ist angehalten. 26 Sekunden absolviert. 0:0 zwischen Italien und Deutschland. Es ist sehr ruhig hier in der Lanxess Arena. Es ist der Respekt vor Italien, vor Giovanni Zarella, der ihn vor 2 Jahren hier schon mal in die Suppe gespuckt hat. Raab auch mit viel Vorsicht. Naja, da belauern sie sich. Da will eben keiner den Fehler machen, auf den sie jeweils lauern. Bloß nicht die leichte Chance für den anderen ermöglichen. Da kommt der leichte Anstupser von Zarella. Raab, und jetzt hat er die Chance. Und jetzt hat er die Chance. Zarella, da scheint es zu haken. Kriegt er das jetzt rum? Nee, dann fliegt ihm aber die Kugel von der Motorhaube vorne. Und Zarella ist schon wieder da. Ball muss zurück ins Spiel, ist zurück ins Spiel. Die erste Minute ist rum hier. Keine Tore, keine echte Torchance bisher in diesem Spiel. Taktisch geprägt, natürlich. Diese beiden Autoballfüchse. Jetzt Zarella, jetzt Zarella. Das ist die Chance und das ist das Tor. Nein! Doch! 1:0 Italien. Der Kerl ist einfach in einer blendenden Verfassung. Wettskandal hin, Wettskandal her. Italien auf dem Weg zum Titel. Geht da immer nach. Und mit ganz viel Können, mit ganz viel Willen, mit ganz viel Einsatz die Führung. Wie sieht die Antwort von Stefan Raab aus? 2. Finalniederlage in Serie für Deutschland gegen Italien. Er darf jetzt natürlich nicht zu wild werden, darf nicht den Kelly machen, den wir da ungestüm erlebt haben im Halbfinale. Das hilft nicht gegen diesen ausgebufften Italiener. Kriegt er eine klare Chance oder ist diese Defensivstärke von Zarella einfach zu viel? 2:20 absolviert. Etwas mehr als die Hälfte der Spielzeit noch zu gehen. Zarella, spielt er schon auf Zeit? Publikum protestiert hier. Gibt es ein billiges 1:0 hier in diesem Finale? Der ist gut, der ist gut, ist der Ausgleich. 1:1. 1:1. Und er will mehr. Sehr schön vom Winkel her angefahren. Und dann ist er hinten am Netz und das heißt Tor 1:1. Es war kein deutlicher Erfolg für einen der beiden hier zu erwarten. Oh, da muss er aufpassen, da geht der Ball über sein Auto, aber eben auch ins Aus. Wird zurück ins Spiel gebracht, absolut korrekt. Jetzt muss Raab aufpassen. Aber Zarella kann die Kugel nicht kontrollieren. 2 Minuten noch hier in diesem Finale.
Es ist nicht unbedingt spektakulär, aber es ist unglaublich spannend. Wer holt den Titel? Der amtierende Europameister gegen den amtierenden Weltmeister. Ja, Muster aus der Ecke raus. Raab für Deutschland. Zarella mit der Ehrenrunde. Lässt Raab erstmal kommen. Setzt auf Konter. Ah, wollte Raab mit dem Aufsetzer über Zarella drüber weg. So, und jetzt vielleicht bringt sich in Position, aber Zarella macht das einzig Richtige im Rückwärtsgang. Raab tut's ihm gleich. So, und jetzt ist die Chance da für Zarella. Und Raab kann ihn nicht verhindern. 2-1 Italien. 1:10 noch. Italien wieder vorn. Es sind diese Kleinigkeiten. Da Raab im Rückwärtsgang, da kommt er nicht schnell genug wieder in den Vorwärtsgang. Und dadurch passiert's. Ist einfach eine halbe Sekunde zu spät dran, weiß er selbst ganz genau. Noch ist nichts verloren. Letztes Mal stand's nach regulärer Spielzeit unentschieden. Da schlägt's ein. Ball ist noch im Spiel. Raab läuft natürlich die Zeit davon. Und das gegen so einen defensiv starken Autoballer wie Giovanni Zarella. Ah, jetzt wäre es eigentlich eine gute Chance gewesen, weil der Ball noch titschte, noch aufsprang. Aber jetzt Zarella in Ballbesitz. Raab lauert, wartet. Kugel im Aus, muss schnell zurück ins Spiel. Die letzten 40 Sekunden dieses Finals. Ball ist wieder im Spiel. Noch ein Tor für Italien, dann war es das. Raab kann es verhindern. Ja, versucht gleich schon wieder in die Position zu kommen, um jetzt eben da in den Angriff zu kommen. Und jetzt hat er die Chance. Gibt das den Ausgleich. Zarella ist wieder da. Klasse gemacht von Zarella. Aber Raab ist noch da. Nein, kommt nicht aufs Tor. Ach, ist das spannend. Die letzten 17 Sekunden hier bei der Autoball-Europameisterschaft. Zarella bringt die Kugel weg. Raab muss jetzt. Irgendwie muss er es hinbekommen. Die letzten 8 Sekunden. Er muss über Zarella drüber weg. Er kommt vorbei. Die letzten Sekunden. Kommt da noch mal ran. Der Ball ist auf dem Weg. Der Ball geht nicht rein. Italien ist Europameister. Unglaublich. Er holt wieder den Titel. Zarella. Scheiße! So, Stefan, du schreist Scheiße. Wie fühlst du dich jetzt? Ja, Scheiße. Ja, aber ja, er war der bessere Mann. Also zumindest hat er ein Tor mehr gemacht. Ich habe bei dem einen Gegentor, bei dem zweiten leider einen Gang nicht reingekriegt. Ja, und so ist das halt. Ich hoffe, Ihnen hat es trotzdem Spaß gemacht. Nächstes Mal hole ich den Titel, versprochen. Vielen Dank. Das glaube ich auch. Was schmerzt denn aber jetzt mehr? Abstieg vom FC Köln oder gegen Giovanni hier verloren zu haben? Ja, das hier, mich nervt das hier mehr. Wo ist denn Giovanni eigentlich hin? Ist er schon nach Hause? Pizza ausliefern? Wo ist er? Ja, trotzdem vielen Dank hier der Köln Arena. Ihr war ein tolles Publikum. Sorry, dass ich nicht geschafft habe, aber es war knapp. Vielen Dank. Und da ist auch der neue Europameister Italien, Giovanni Zarella. Dankeschön. Grazie, ragazzi. Und man muss ganz ehrlich sagen, du hast wirklich heute am besten gespielt, gefahren, muss man einfach mal sagen. Du hast dich auch mit deinen Sprüchen zurückgehalten. Deswegen wirklich verdienter Sieger. Lass dich bitte feiern heute und keine Buß mehr. Giovanni hat zu Recht heute gewonnen. Glückwunsch. Und wir gehen zu Steven. Und das hat Elton natürlich ganz passend gesagt, meine Damen und Herren. Giovanni Zarella hat keinen einzigen Punkt abgegeben und ist somit auch zu Recht Europameister und amtierender Weltmeister. Also vielleicht an dieser Stelle mal einen riesengroßen Applaus. Für ihn, er hat das wirklich sehr, sehr beeindruckend auch am Ende geschafft. Im Finale Stefan Raab noch einmal mit 2-1 zu schlagen. In einem Herzschlagfinale, wie man es so schön nennt, im Sport. Und wir haben alle mitgeschwitzt und jetzt wird gerade die Siegerehrung aufgebaut. Und wir sehen uns gleich wieder auf dem Spielfeld mit den dritten Plätzen, zweiten und ersten. We'll be right back.
So, da kommen wir jetzt auch zur Siegerehrung. Und ich fange natürlich an mit Platz Nummer 3. Und da haben wir zwei Drittplatzierte, denn die beiden, die im Halbfinale verloren haben. Österreich und Irland. Wo haben wir sie? Joey Kelly und Christian Clerici. Herzlichen Glückwunsch, dritter Platz. Ja, auf Platz 2. Sehr schade. Zum Glück ist bald Sommerpause. Da müssen wir alle nicht unbedingt darunter leiden. Stefan Raab für Deutschland, Vize-Europameister. Ja, Steven. Ja, und er hat es geschafft. Er ist nicht nur amtierender Autoball-Weltmeister, sondern auch Europameister Giovanni Zarella für Italien. Herzlichen Glückwunsch. Und wir gehen jetzt lieber hier aus der Schussbahn gleich. Ja, jetzt wird hier mit Champagner um sich geschossen, der Pokal in die Höhe gereckt. Medaillen gibt es auch noch, natürlich jetzt einmal. Los geht's mit dem Pokal für Giovanni Zarella. Hier ist der Pokal, Giovanni, da ist das Ding! Italien wird also Autoball-Europameister. Meine Damen und Herren, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Danke an das tolle Publikum hier in der Lanxess Arena. Am Montag können Sie Stefan wiedersehen bei TV Total. Machen Sie es gut und tschüss!